Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Menz, Sie machen hier eine Scheindiskussion auf, wenn Sie das Thema Kinderlärmprivilegierung hochziehen. Die Diskussion bei der Sachverständigenanhörung am Montag hat auch ganz klar gezeigt, dass alle Beteiligten, von den Sportverbänden einerseits bis zu den Vertretern von Haus und Grund, letztlich gesagt haben, wir haben eine gute Vorlage. Der eine möchte ein bisschen mehr hiervon und der andere möchte ein bisschen weniger davon. Das ist der normale Interessengegensatz, aber das Endergebnis war, wir liegen da völlig richtig. Und warum ist das eine Scheindiskussion, die Sie aufmachen, wenn Sie Kinderlärm thematisieren? Wir wissen genau, und das ist auch am Montag thematisiert worden, dass die Unterscheidung von Kinderlärm, von Nicht-Kinderlärm auf Sportplätzen de facto nicht möglich ist. Ich habe den Vertreter des Städte- und Gemeindebundes oder Deutschen Städtetages, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wer es war, extra gefragt, wie er sich vorstellen kann und ob er sich vorstellen kann, dass das umsetzbar ist. Er hat gesagt, das ist das große Problem, aber ein Rezept hat er nicht. Und was haben wir stattdessen gemacht? Wir haben etwas anderes gemacht, was darüber hinausgeht, was Kinderlärmprivilegierung erreichen würde. Wir haben durch die Veränderung der Werte für die Ruhezeiten nicht nur die Möglichkeit für den Sport von Kindern erweitert, sondern wir haben ihn gleichzeitig auch für den Sport von Erwachsenen und von Jugendlichen erweitert. Da können Sie doch nicht das als Mangel betrachten. Das ist ein Erfolg, ein wichtiger Erfolg. Und die anderen Punkte, die Sie nennen, sage ich mal genauso. Wenn Sie darauf rekurrieren, dass man den Verkehrslärm, der höher ist in den Grenzwerten als der Lärm von den Sportanlagen, dass man den senken müsste, dann würde ich Sie auch gerne mal fragen, wie. Wir können natürlich unseren Verkehr stilllegen oder Lärmschutzmauern in der Stadt aufbauen ohne Ende. Sie wissen doch genau, warum wir diese Grenzwerte haben und warum wir beim Sport nicht auf dieselben Grenzwerte gehen. Denn was hätte das für eine Folge? Dann würden wir ja noch die Lärmbelastung insgesamt noch mal deutlich erhöhen. Das alles macht keinen Sinn und deswegen sage ich noch mal, wir haben hier eine sehr gute Vorlage, die ausgeglichen ist und die zur Befriedung der Situation führen wird und die auch dazu führen wird, dass die Sportmöglichkeiten, die begrenzten Kapazitäten, die wir haben in der Stadt, dass wir die besser nutzen können. Und man kann den Kommunen vielleicht den Vorwurf machen, dass sie in der Vergangenheit im Rahmen heranrückender Bebauung nicht sorgfältig genug darauf geachtet haben, ausreichende Abstände herbeizuführen zwischen der Sportanlage und der Bebauung. Das reparieren wir ein Stück weit. Die Sensibilität, denke ich, ist heute auch deutlich größer geworden. Was haben wir gemacht? Wir haben durch die Anhebung der Werte in den nächtlichen Ruhezeiten, in den abendlichen Ruhezeiten genauer gesagt und am Sonntag auf die Tageswerte, das hat Frau Ministerin Hendricks eben schon ausgedrückt, eine Verdreifachung der Nutzungsmöglichkeiten in dieser Ruhezeit geschaffen. 5 dB mehr. Physikalisch heißt das eine Verdreifachung des Schalldrucks, ist für Menschen wahrnehmbar, aber eben nicht eine fundamentale Erhöhung. Und die Verdreifachung der Nutzungszeit, man muss sich das mal praktisch vorstellen, 20 Uhr endet der ursprüngliche Grenzwert, danach kann man natürlich Sport machen, weil wir den Mittlungspegel ja über einen langen Zeitraum haben, führt das dazu, dass man vielleicht noch bis 20.30 Uhr Sport machen kann und über 50, 55 oder 60 dB liegt, je nachdem, in welcher Region wir uns befinden, aber dann ist Schluss. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Ruhezeit zwischen 20 und 22 Uhr auf den Tageswert, dann bedeutet das erstens, dass der Ermittlungspegel in dieser Zeit ermittelt werden muss und nicht verrechnet werden darf mit Ruhezeiten zum Beispiel zwischen morgens 8 Uhr und mittags 12 Uhr, wo die Sportanlagen allerhöchstens von Schulen benutzt werden, sondern dass das in diesem 2-Stunden-Rhythmus sein muss. Und das heißt dann in der Praxis, dass man den Sport mit einem höheren Lärmanteil vielleicht bis 21 Uhr, 21.30 Uhr betreiben kann. Und dann sagen Sie mir, dass das die Kernzeit ist, wo Kinder Sport machen. Also das geht in meinen Kopf nicht rein. Also noch einmal, wir haben hier alle insgesamt eine gute Lösung gemacht. Und ich muss auch noch mal eines ganz klar betonen, bei den Lärmgrenzwerten, die wir hier zugrunde gelegt haben. Wir haben Grenzwerte, die liegen eindeutig unter jeglicher Schwelle von gesundheitlicher Beeinträchtigung. Das ist mal ganz klar gesagt. Dass das lästig ist für Anwohner, vor allen Dingen, wenn die 20 Meter entfernt wohnen, das ist verständlich. Und dann trifft es 10 oder 20 Leute, aber die Nutzung, das betrifft Hunderte. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Sport nicht nur ein soziales, sondern auch eine gesundheitliche Funktion hat, dann denke ich, ist die Abwägung klar. Und die Belastung, die wir zusätzlich machen, ist vertretbar und richtig und ist gering und vertretbar und belastet keinen übermäßig.
Stichwort Altanlagenbonus. Wir haben in der Vergangenheit häufig Auseinandersetzungen gehabt, wenn Modernisierungen genehmigt wurden, Anwohnerbeschwerden kamen, jetzt wird da mehr Sport gemacht oder Ähnliches mehr. Nur im Vergleich zu vorher, nicht im Vergleich zu den Grenzwerten, im Vergleich zu vorher, dass man Sportämter sehr schnell hingegangen sind, um Auseinandersetzungen zu scheuen oder gar juristische Auseinandersetzungen zu scheuen und haben den Vereinen auferlegt, okay, tut uns leid, aber ihr müsst eure Betriebszeiten einschränken. Ihr habt jetzt zwar einen schönen Platz, aber ihr könnt ihn nicht mehr so intensiv nutzen wie früher. Oder sogar im Einzelfall Aufnahmesperren für Vereine verlangt haben, weil die Mitglieder nicht mehr ausreichend Zeit haben für die Sportausübung. Alles das hat dazu geführt, dass wir Konflikte hatten, die wir mit dieser Sportanlagen-Lärmschutzverordnung deutlich verkleinern werden. Wir werden sie deutlich verkleinern, weil Rechtsklarheit ist. Es gibt einen Katalog, der angelegt ist, der angehängt ist an diese Verordnung, und der ist sehr vernünftig. Der gibt nämlich den entscheidenden Stellen, sprich den Sportämtern, aber letztlich auch den Ämtern, die für Wohnungsbau oder Ähnliches zuständig sind, ein Kriterium an die Hand, wann sie davon ausgehen können, dass der Betrieb der Anlage unbeeinträchtigt so weitergeführt werden kann. Diese Liste ist in der Sache vernünftig. Sie definiert ganz einfach, was geht und was nicht geht. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel gesagt haben, eben in Ihrem Beitrag, man sollte vielleicht den Verkehrslärm für den an- und abfahrenden Verkehr aus der Berechnung rausnehmen, um noch mehr Möglichkeiten zu schaffen, ja, dann frage ich, ist das der Kern der Sportausübung auf Sportanlagen? Wir machen das doch gerade deswegen, damit wir eine wohnortnahe Versorgung für den Sport beibehalten können und nicht genötigt werden, mit Sportanlagen rauszugehen an den Stadtrand oder vor die Tore der Stadt, sondern wir wollen es wohnortnah behalten. Und wenn es schon wohnortnah ist und wenn es schon um Sport geht, dann ist die Frage, ob man da unbedingt mit dem Auto oder mit einem lauten Knatterton hinfahren muss oder ob man nicht auch das Jogging, was man sonst noch mal extra macht, bei so einer Gelegenheit machen kann oder sich aufs Fahrrad schwingen kann, um ganz einfach mit Rücksicht auf Nachbarn diesen vermeidbaren Lärm dann auch tatsächlich zu unterlassen. Das wäre meiner Ansicht nach ein Beitrag auch zum Ausgleich von Konflikten, die natürlich immer wieder mal auftreffen können. Also alles in allem, Würdigung, es hat lange gedauert, über ein Jahr. Wir haben die urbanen Gebiete noch einmal einbezogen. Die mussten im Baugesetzbuch noch erst untergebracht werden. Wir haben jetzt eine Spreizung zwischen 50 dB, 45 dB in Kurgebieten bis hin zu 65 dB in Gewerbegebieten und haben eine hohe Differenzierung abhängig von der umgebenden Nutzung. Wir haben mit dem Altanlagenbonus eine klare Aussage getroffen. Und wenn Sie sagen, wir brauchten den bis 2017, also wir haben ihn an den Altanlagenbonus für Anlagen vor 91 gebunden, weil das eine rechtliche Notwendigkeit war. Aber ich kann mir keine Genehmigungsbehörde vorstellen, die sagt, das gilt dann aber nur für die Anlagen bis 91. Und wenn eine Anlage, die 1994 oder 2005 gebaut worden ist, jetzt einen Kunstrasenplatz bekommt, dann müssen wir ein neues Genehmigungsverfahren machen und die Lärmgrenzwerte neu berechnen. Das ist absurd und es ist auch weltfremd, weil diese Verfahren, die werden dann analog angewandt. Und wenn Sie sagen bis 2017, lassen wir das doch offen. Wer weiß, wie sich das weiterentwickelt. Wir müssen ja nicht ständig daran rumschrauben. Es ist meiner Ansicht nach absolut eindeutig. Und ich sage deswegen noch einmal, wir haben eine rundum abgewogene Verordnung, einen Interessenausgleich zwischen den Anliegern und den Sporttreibern. Es gibt aus meiner Sicht in der Großen Koalition Gesetze oder Regelungen, die schwieriger zustande gekommen sind und mehr die Interessen der einen oder der anderen erfüllt haben. Bei dieser Verordnung sage ich guten Gewissens, es ist absolut das Beste, was möglich war. Und deswegen bitte ich um Zustimmung und freue mich, dass Sie sich wenigstens enthalten und nicht dagegen stimmen. Ein bisschen mehr Zustimmung, ein bisschen mehr Freude und Unterstützung des Sports würde ich mir schon wünschen. Also gehen Sie noch mal in sich. Sie haben noch ein paar Redner Zeit, darüber nachzudenken. Danke Ihnen. Peter Maywald hat jetzt die Chance, dazu Stellung zu nehmen für Bündnis 90 Die Grünen.